Ich will an dieser Stelle jetzt schon mal an den Jürgen Kroder, der hier heute Abend mit einem einführenden Referat das Thema eröffnet, gleich übergeben. Ich werde, wie gesagt, heute Abend moderieren. Fragen jederzeit zugelassen, Jürgen, auch so im Vortrag, wenn es eine Sache gibt, die nicht verständlich ist. Und dann werden wir dann anschließend in einem Gespräch die Fragen lösen, die aufgeworfen sind. Jürgen, dann übergebe ich einfach mal an dich. Das mache ich gleich. Vielen, vielen Dank erstmal, Achim, für das Intro. Und es freut mich, dass so viele Leute jetzt auch dabei sind. Ich hoffe, ich kann allen was vermitteln. Es ist ein Thema oder das Thema heute Abend ist eben ChatGPT, verstehen und nutzen, habe ich es mal umschrieben. Ich werde versuchen, es möglichst einfach zu erklären. Also ich gehe jetzt nicht in die Untiefen der Technik, darum geht es auch gar nicht. Sondern es geht eigentlich darum, Ihnen heute Abend zu erklären, wie Sie sich von ChatGPT inspirieren lassen können, wie Sie es auch anwenden können, gerade als Einsteiger. Ich gebe nachher auch ein paar Einsteigertipps, damit Sie eben schon von Anfang an ziemlich gut mit dem Chatbot interagieren können, tolle Ergebnisse rausholen können. Ich orientiere mich natürlich daran, dass wir hier jetzt beim Gewerbe- und Verein Rüsselsheim sind. Das heißt, ich versuche natürlich praktische Beispiele zu geben für Gewerbetreibende. Und ich gehe natürlich nicht nur auf die Vorteile des Chatbots, des KI-Modells ein, sondern eben auch auf die Nachteile. Das kommt am Schluss. Das gab es auch im Vorfeld schon eine Frage. Hier wird auch was über Datenschutz und Co. gesagt. Ja, das wird es. Und am Schluss können wir dann gerne nochmal diskutieren über manche Themen, können Sie mir aber auch Fragen stellen. Und dann wird hoffentlich alles Wichtige, Essentielle zum Thema ChatGPT heute Abend beantwortet. Mein Vortrag in Anführungszeichen ist ungefähr 45 Minuten lang. Sie können gerne mal Fragen reinstellen. Es wäre cool, Achim, wenn du dann immer wieder mal so die Hand heben würdest oder mir ein Zeichen geben würdest, dass ich dann eben entsprechend kurz unterbreche. Weil ich kann jetzt hier schlecht präsentieren und noch nebenher den Chat verfolgen. Und jetzt müssten alle hier, genau, meinen Vortrag quasi sehen, ChatGPT verstehen und nutzen. Ich fange am Anfang gleich mal kurz mit mir an, damit Sie wissen, wer ich bin. Ich denke, die meisten dürften mich soweit nicht kennen. Mein Name ist Jürgen Kroder. Ich komme aus dem wunderschönen Mainz, aber trage natürlich hier gerne was für die Menschen aus Rüsselsheim und Co. vor. Gebürtig bin ich Schwabe, wie man vielleicht aus meinem Dialekt noch ein bisschen raushört. Und bin seit ja, rund 30 Jahren in der IT und in der Medienlandschaft tätig. Aktuell bin ich selbstständig. Das wächst immer wieder mal bei mir, aber jetzt bin ich seit vielen Jahren wieder selbstständig und habe verschiedene Standbeine. Einerseits bin ich Marketing-Strategieberater für Startups und kleine mittelständische Unternehmen. Also ich arbeite bewusst nicht für große Unternehmen. Das habe ich mir einfach so als Zielsetzung gesetzt. Ich bin eher dann für die Kleinunternehmen da, für die Gründer und so weiter oder für auch Solo-Selbstständige, weil ich denke, da kann man schneller einfach Sachen besprechen und auch umsetzen. Genau, und für diese Kunden konzipiere ich dann Marketingstrategien, setze sie dann auch sehr oft dann auch um oder betreue dann auch dann die Umsetzung, wenn dann vielleicht noch Agenturen oder andere Leute mit ins Spiel kommen, zum Beispiel eigene Mitarbeiter. Des Weiteren bin ich sehr viel als Fachautor tätig. Das heißt, ich schreibe Fachtexte zum Thema Marketing, Digitalisierung, Technologien und Unternehmertum. Das schreibe ich für namhafte Publikationen, bin aber auch sehr häufig für Unternehmen tätig, weil die meisten Unternehmen haben heutzutage eine Webseite, wo es einen Blog gibt oder ein Online-Magazin oder die veröffentlichen White Paper und E-Books. Und für dieses Unternehmen gebe ich dann gern mein Wissen weiter, meistens dann eben als Ghostwriter. Das heißt dann, unter den Blogartikeln, den Whitepapern und E-Books und so weiter steht dann nicht mein Name, sondern der Name vielleicht des Geschäftsführers, des Marketingleiters, wie auch immer. Genau. Unternehmertum ist auch eine gute Überleitung zu meinem nächsten Standbein. Das ist die Webseite startupwissen.biz. Können Sie gerne mal nachschauen. Das ist eine Webseite, die habe ich vor 5 Jahren gegründet. Die richtet sich speziell an Selbstständige, Gründer, Startup-Mitarbeiter, aber auch an Mittelständler. Und da gibt es hauptsächlich Ratgeber eben zum Thema Unternehmertum, Finanzierung, Marketing und so weiter, was eben alles so Gründer und selbstständige Menschen so beschäftigt. Und die Sachen gibt es nicht nur zum Lesen, sondern da gibt es dann auch den Startup Wissen Podcast, der ungefähr zweimal im Monat erscheint und natürlich auch kostenlos ist. So, jetzt genug der Eigenwerbung. Ich würde sagen, jetzt legen wir einfach mal wirklich mit dem heutigen Thema los, nämlich mit ChatGPT. Ich denke mal, die meisten Menschen haben schon von dem Thema gehört, sonst wären sie wahrscheinlich heute Abend auch nicht dabei. ChatGPT läuft gerade eben hoch und runter in den Medien, sogar bei Markus Lanz wurde darüber diskutiert, Tagesschau berichtet darüber und so weiter und so fort. Und was es ist, das ist ja manchmal nicht so ganz verständlich. Das können Sie auch ganz einfach ChatGPT selbst fragen. Dazu müssen Sie sich nur bei ChatGPT anmelden. Das ist kostenlos.
Und wenn Sie dann drin sind, sehen Sie wie bei jedem normalen Chatbot so eine Suchmaske. Und in meinen Screenshots, die Sie jetzt hier sehen werden in der Präsentation, ist es so, dass immer oben, da wo das graue Symbol mit ST ist, das war immer meine Frage oder meine Eingabe. Und dann unter dem oder neben dem grünen Icon ist dann die Antwort von ChatGPT. Und natürlich kann man dann das Tool auch selbst fragen, was es eigentlich ist. Das weiß es dann eben auch und beantwortet es auch gerne. Zusammenfassend kann man sagen, es ist eine Art von künstliche Intelligenz, also KI, wie es immer so schön abgekürzt wird, oder AI im Englischen für Artificial Intelligence. Es ist aber nicht die künstliche Intelligenz, das muss man gleich dazu sagen. Das wird gerne ein bisschen so in den Medien falsch wiedergegeben. Es gibt noch nicht so die ultimative, allwissende Maschine da draußen, wie man sie vielleicht aus Science-Fiction-Filmen kennt. Und morgen kommt dann der Terminator und löscht uns irgendwie alle aus. So weit sind wir noch nicht, man muss wirklich sagen noch. Also wir sind auf dem Weg zur künstlichen Intelligenz und ChatGPT ist eine Form der künstlichen Intelligenz. Aber es ist nicht allwissend, sondern es ist ganz vereinfacht gesagt eine riesen Wissensdatenbank, die aus über 100 Milliarden Eingaben besteht in der aktuellen Fassung. Die nächste Fassung wird über 100 Billionen Eingaben haben oder Wissensfetzen drin haben. Und das alles, was ChatGPT weiß, zieht es sich auch nicht aus dem Internet, auch wenn es oft behauptet wird, das stimmt nicht, sondern es wurde eben Wissen eingegeben in diese Algorithmen und dieses Wissen basiert auf einem Stand vom September 2021. Also es ist kein aktuelles Wissen, das da drin ist. Wenn Sie also jetzt ChatGPT um irgendein Wissen fragen oder Informationen fragen, was jetzt aktuell ist, kann Ihnen das Tool dazu nicht sagen, von sich aus. Es gibt aber natürlich schon Erweiterungen, die quasi das Internet anzapfen können und dann auch aktuelle Informationen verarbeiten können. Genau, also ChatGPT ist dann auch somit ein Chatbot. Das merken Sie auch gleich, wenn Sie es mal benutzen. Da gibt es eben so ein Eingabefenster, da tippen Sie was ein und ChatGPT antwortet Ihnen darauf und dann können Sie da in Interaktion treten, wie man sie auch von anderen, von Webseiten kennt, bei irgendwelchen Online-Shops. Da gibt es ja auch Chatbots oft oder so Chatfenster. Und so ähnlich funktioniert dann eben auch ChatGPT. Also es ist dann ein interaktives Element und nicht einfach sowas wie Wikipedia, wo man was nachlesen kann. Ja, und wir alle sind jetzt hier zusammengekommen, weil ChatGPT ein Riesenthema ist und weil wir gerade eben alle den sogenannten iPhone-Moment erneut erleben. Denn damals, als vor rund 15 Jahren Steve Jobs von Apple das iPhone vorgestellt hat, war es nicht das erste Smartphone der Welt. Und so ist auch ChatGPT nicht die erste KI dieser Welt. Es wird schon seit Jahrzehnten an diesem Thema geforscht. Aber wir sind jetzt an den Moment gekommen, wo das eben massentauglich ist und wo die Technologie so faszinierend ist und auch so einfach geworden ist, dass sie jeder sie benutzen kann und jeder jetzt auch sicher ist, das ist eine Revolution, dass wir die Welt umbrechen. Und ChatGPT ist natürlich nicht das einzige KI-Tool, was es da draußen gibt. Es gibt mittlerweile tausende von ähnlichen Tools, die nur so ähnlich sind wie ChatGPT. Und da rede ich noch nicht über das große Feld der KI-Programme insgesamt. Hier habe ich mal ein paar Beispiele aufgelistet, aber das sind wirklich nur ein paar. Und man kann sagen, täglich erscheint mindestens ein neues Programm oder wird ein neues Startup gegründet, das sich mit diesem Thema beschäftigt und das eine Konkurrenz zu ChatGPT werden will. Weil das natürlich jetzt der große Platzhirsch ist. Das liegt auch unter anderem daran, wie es Achim am Anfang schon gesagt hat, hinter ChatGPT steckt OpenAI, das ist eine große Organisation. In die wurde vor ein paar Jahren von diversen Silicon Valley-Größen und großen Tech-Unternehmen ein paar Milliarden reingekippt, unter anderem von Elon Musk und eben auch von Microsoft. Und Microsoft hat vor kurzem nochmal 10 Milliarden nachgeschossen, um sich jetzt auch die Technologie, naja, nicht exklusiv, aber schon zu weiten Teilen zu sichern, um sie auch weiter nutzen zu können für seine eigenen Dienste. Darauf komme ich dann später nochmal. Also wie gesagt, hier nur ein kleiner Ausschnitt von verschiedenen Namen. Können Sie alle gerne mal googeln. Finden Sie was dazu, wie Jasper, Bing AI, Google Bard, das ist der direkte Konkurrent von Google und so weiter und so fort. Und es gibt da draußen auch ganz viele Tools, die basieren dann wieder auf ChatGPT. Also die haben keine eigenen Algorithmen, kein eigenes Programm dahinter, sondern die nutzen einfach dann die Schnittstelle und fügen oft noch was Eigenes hinzu. Ja, dann zum Thema KI und KI-Feld. Hier mal eine Übersicht, aber das ist nur eine sehr kleine Übersicht. Was es denn da draußen aktuell für KI-Tools gibt? Und das ist auch nur ein ganz, 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 ganz kleiner Einblick. Und ich habe auch bewusst die Grafiken jetzt hier so gehalten, dass Sie nicht alles lesen können. Weil es geht darum, Ihnen nur so einen ganz groben Überblick zu geben, wie groß denn diese Landschaft an künstlichen Intelligenzen da draußen ist oder an Tools, die KI nutzen.
Und wie gesagt, jeden Tag kommt da ständig was Neues hinzu und wird eine neue Sau durchs digitale Dorf getrieben. Also es ist eine unglaubliche Gründerstimmung gerade eben da draußen. Und allein das rechte Bild zeigt, wie viele KI-Tools und KI-Programme es allein im deutschsprachigen Raum gibt. Das ist nur Deutschland. Aber natürlich muss man sagen, federführend sind jetzt in der westlichen Welt natürlich mal wieder die Amerikaner und da ganz groß dabei Microsoft dann und Google. Wofür lässt sich denn jetzt ChatGPT alles nutzen? Komm, werden wir doch mal konkreter und darum geht es auch in dieser Präsentation oder in diesem Vortrag. Es lässt sich natürlich dafür nutzen für Ideen und die Kreation. Also Sie können sich von ChatGPT inspirieren lassen, wie zum Beispiel das geht, werden Sie gleich erfahren, da habe ich ein paar Folien dazu. Dann kann man ChatGPT wirklich nutzen, um zu programmieren. Ja, natürlich kann man damit jetzt nicht das ultimative tolle 3D-Spiel für die PlayStation programmieren lassen. Nein, das kann das Tool noch nicht. Aber einfache, simple Programme, so auf dem Niveau von einem Pong und was man so alles so kennt, so Online-Spielchen, simple Online-Spielchen, das kann das Ding schon. Man kann damit auch sich so Online-Tools wie zum Beispiel einen Brutto-Netto-Rechner und so erstellen lassen. Das kann das alles schon und wohl auch sehr gut. Ich bin jetzt kein Programmierer, ich kann das nicht nachvollziehen, aber was ich so gehört habe, scheint das schon echt sauberen Programmcode zu generieren. Dann natürlich kann man ChatGPT für Marketing und PR nutzen. Auch darum geht es heute Abend in meinem Vortrag. Da gebe ich auch noch ein paar konkrete Beispiele. Deswegen sind wir auch unter anderem zusammengekommen. Dann das nächste Feld, darum geht es heute Abend nicht. Das ist die Datenanalyse. Das möchte ich nur mal kurz erklären, denn wir leben in einer Welt, wo allein jeder Mensch eine gigantische Datenmenge jeden Tag produziert. Nur weil wir jetzt hier in einem Webinar sind, weil wir bei Social Media sind, weil wir Texte schreiben und so weiter. Also wir leben in Zeiten von Big Data, wie es so schön heißt. Und in manchen Bereichen, zum Beispiel in der Industrie, wo überall intelligente oder smarte Sensoren sind, die irgendwelche Maschinen überprüfen, entstehen ja wirklich gigantische Datenmengen. Es geht weiter jetzt mit autonom fahrenden Autos, die entwickelt werden, oder Flugtaxis, die aus Deutschland kommen, als autonom fliegende Fluggeräte. Da fallen ja gigantische Datenmengen an und die kann kein Mensch mehr analysieren. Und dafür brauchen wir dann eben künstliche Intelligenz, wie zum Beispiel ChatGPT, um diese Daten anzapfen, auswerten und analysieren zu lassen. Ja, und dann ein weiterer Punkt, der jetzt wieder für uns hier den Leuten, die auf dem Boden geblieben sind, quasi jetzt interessant ist, ist der Bereich Kundenservice. ChatGPT ist ja eben ein Chatbot und den können Sie dann einsetzen auf Ihrer Webseite zum Beispiel, um Kunden zu beraten, um einfache Fragen zu beantworten, zu inspirieren und so weiter. Das ist jetzt noch nichts Neues, kann man sagen, denn Chatbots gibt es ja schon seit ein paar Jahren, die auf Online-Shops eingesetzt werden. Aber ChatGPT durch seine wirkliche größere künstliche Intelligenz kann da schon viel, viel mehr leisten. Und das alles nur die ersten Beispiele, die ersten Schritte. Wie gesagt, wir erleben jetzt hier auch gerade so einen iPhone-Moment. Und als vor rund 15 Jahren eben das iPhone vorgestellt wurde, war das schon sehr faszinierend und sehr revolutionär. Aber ich glaube, die wenigsten konnten wirklich abschätzen, dass sich dann wirklich Smartphones durchsetzen und dass es unser täglicher Begleiter wird, den keiner mehr hergeben möchte. Und dass es diese Dinge sich in unseren Alltag integrieren, das hätten wir vor ein paar Jahren so nicht gedacht, auch mit Anwendungen, die wir nie gedacht hätten. Also, dass wir heutzutage Zugtickets per Smartphone kaufen, den nächsten Partner per Smartphone suchen, das ist ja schon vollkommen normal geworden. Und dementsprechend ist ChatGPT und die ganzen KI-Tools, die es jetzt da draußen gibt, nur ein Anfang von etwas viel, viel Größerem, was wir uns teilweise vielleicht noch gar nicht ausmalen können. Im positiven Sinne, wie natürlich auch im negativen Sinne. Ja, dann kommen wir doch erstmal zum Praxisteil. Wie kann man denn jetzt ChatGPT wirklich einsetzen? Die einfachste Sache ist eben, nutzen Sie es als Rechercheunterstützung oder als Recherchetool. Mein erstes Beispiel hier links ist, da habe ich mal gesagt, welche Frisuren lagen 1990 bei Frauen im Trend. Das interessiert mich, weil ich zum Beispiel einen Blogbeitrag dazu schreiben will oder weil ich vielleicht einen Friseursalon habe und denke, ach, so eine Retrowelle, was könnte ich denn für Frisuren anbieten oder ähnliche Gründe. Und dann gibt mir ChatGPT eben aus, was in den 1990er Jahren wohl so in war bei Frauen im Bereich der Frisuren. Nur eine Anmerkung, meine Screenshots, die Sie hier sehen, sind meistens immer nur Ausschnitte. Also die Antworten sind meist viel, viel länger. Aber dazu komme ich gleich auch nochmal, wie man die Länge einschränken kann. Dann das rechte Beispiel ist eben hier ChatGPT. Stellen wir mal die Vor- und Nachteile von Elektroautos dar und das in Tabellenform. Das ist auch eine Besonderheit, auf die gehe ich dann auch gleich nochmal ein. Das heißt, ChatGPT kann nicht einfach nur Textwüsten ausgeben, sondern kann Texte auch schon gleich wunderbar formatieren und hier in Tabellenform, sogar noch mit wunderschönen Häkchen-Icons und ähnlichen Sachen und gibt mir so den ersten Überblick über dieses Thema.
muss natürlich sagen, jetzt diese ersten Beispiele sind jetzt vielleicht noch nicht ganz so beeindruckend, weil das hätten Sie in der ganz normalen Google-Suche auch hinbekommen. Da hätten Sie ja vielleicht 2 bis 3 Mal irgendwo hinklicken müssen, auf einer Webseite was lesen müssen, aber dann hätten Sie die Informationen auch bekommen. Das heißt, das ist so die unterste Ebene, wie man quasi ChatGPT nutzen kann, so quasi als Google-Suche, sage ich mal. Ein weiteres ist jetzt eben, dass man ChatGPT wirklich so als Assistenten nimmt, als Sparringspartner, als Mitarbeiter und dem Tool zum Beispiel sagt, hier, schreibe mir doch mal eine Pressemitteilung, denn ich bin Pressesprecher und möchte jetzt eine Pressemitteilung rausgeben über die Besonderheiten der Stadt Rüsselsheim. Ich möchte jetzt Menschen zwischen 60 und 80 Jahre ansprechen und der ganze Text soll maximal 200 Wörter haben. Also wie Sie sehen, man kann es gleich sehr konkret eingeben, was man haben will. Und dann schreibt mir ChatGPT auf Basis seiner Wissensdatenbank eben was zusammen, wie so eine Pressemitteilung aussehen könnte. Und dann ist es schon mal vielleicht ein ganz guter Einstieg. Wahrscheinlich werden Sie es so nicht verwenden. Aber für Menschen, die jetzt vielleicht auf dem Schlauch stehen oder eine Schreibblockade haben oder allgemein vielleicht auch gar nicht wissen, wie man jetzt eigentlich eine Pressemitteilung schreibt, ist dann ChatGPT schon mal ein ganz guter Einstieg, um mal die Pressemitteilung zu einem gewissen Thema vorformulieren zu lassen. Das zweite Beispiel ist eben, wenn ich ein Produkt entwickelt habe, zum Beispiel als Startup, habe ich eine tolle, wunderbare neue Dating-App für spezielle Zielgruppen entwickelt. Dann brauche ich dazu einen Produkttext, der auf der Webseite erscheint, aber dann auch im App-Store und so weiter. Auch mit diesen Informationen kann ich dann ChatGPT füttern und da schreibt man dann einen wunderbaren Produkttext und weiß eben auch schon mal, dass Produkttexte nicht einfach nur so Textwüsten sind, sondern dass man da auch dann Bullet Points anbringen muss, um die Features aufzulisten. Und dann ist das auch schon mal eine ganz gute Inspiration. Und witzigerweise hat mir dann hier ChatGPT auch gleich einen Namen für diese Dating-App dann auch vorgeschlagen. Das hatte ich ihm so gar nicht vorgegeben, aber da hat er diese KI einfach mal quasi mitgedacht. Das nächste ist eben, dass man natürlich auch ChatGPT immer für Inspiration nutzen kann, für verschiedene Sachen. Zum Beispiel, das linke Beispiel ist hier ChatGPT, wie können die Struktur für einen Vortrag über das Thema, wie lässt sich ChatGPT im Einzelhandel nutzen, wie könnte so eine Struktur aussehen? Witzigerweise ist mir diese Eingabe erst eingefallen, nachdem ich die Präsentation fertiggestellt hatte. Also man denkt nicht immer unbedingt daran, dass man ja auch so einen Sparringspartner hat, so einen digitalen. Und wie Sie sehen, dieser Vorschlag ist schon ziemlich gut. Ich habe mich nicht daran gehalten, weil ich da meine Eingabe zu spät gemacht habe. Aber auch da einfach, wenn man nicht so weiß, wie man so eine Präsentation strukturieren könnte, gibt einem ChatGPT ganz gute Inspirationen. Genauso wie bei dem zweiten Beispiel, wenn Sie eine Rede schreiben müssen oder eine Dankesrede in diesem Fall zu einem Firmenjubiläum, dann schreibt Ihnen ChatGPT auch sowas gerne vor. Sie können es natürlich auch nutzen für private Dinge. Also es soll Leute geben, die lassen ihre Tinder-Profile über ChatGPT ausfüllen oder Menschen, die schon lange keine Liebesbriefe mehr geschrieben haben, lassen dann über ChatGPT Liebesromane dann schreiben. Also das Ding ist auch ziemlich weit und breit einsetzbar. Ja, dann kommen wir zum nächsten konkreteren Beispiel, nämlich, dass Sie ChatGPT wirklich, wie ich schon vorhin sagte, als Sparringspartner einsetzen können, jemand, der mit Ihnen herumspielt und auch kreative Ideen einbringen kann. Zum Beispiel jetzt hier bei dem linken Beispiel sollte ChatGPT innovative Ideen entwickeln, wie sich ein Handwerker auf Social Media präsentieren kann. Dann hat das Ding was zusammengeschrieben. Das ist jetzt noch nicht so mega kreativ. Die Daten hat sie aus irgendwelchen Quellen ja mal zusammengeschrieben. Aber ich muss sagen, für mich als Marketingberater denke ich, ja, okay, gute Arbeit gemacht. Hätte ich auch so gesagt. Und damit merke ich auch schon, dass ich natürlich gleich unter Druck stand und so eine kleine digitale Konkurrenz bekommen habe. Genauso ist es so, jetzt das rechte Beispiel bezieht sich aufs Thema Marketing. Wie kann ein Buchhändler mehr Kunden gewinnen? Und dann schlägt dann ChatGPT, ich glaube, es waren im Original über 10 Vorschläge dann vor, jetzt sind es nur 5. Was eben dann der Buchhändler machen kann, um eben prominenter zu werden oder sich zu promoten. Man kann das auch noch weiter nutzen, das habe ich auch schon getestet, habe gesagt, hier ChatGPT, schlag mir eine innovative App vor für den und den Bereich oder schlag mir mal ein paar Startup-Ideen vor und dann schlägt mir ChatGPT wirklich ein paar Startup-Ideen vor, Businesspläne vor und Ähnliches. Also das Ding kann dann schon richtig weit vordringen. Es ist nicht einfach nur so ein Papagei, der irgendwas nachplappert, sondern das Ding wird im gewissen Sinne schon ziemlich kreativ. Auch dazu gehe ich später nochmal konkret ein, da habe ich noch ein paar nette Beispiele. Genau, hier nochmal eine kurze Zusammenfassung, was ich schon gesagt habe und was ich gleich noch weiter ausführen werde, wie sich eben ChatGPT nutzen lässt. Sie können es nutzen fürs Umformulieren und Kürzen, aber genauso auch fürs Verlängern von Texten. Das ist eine sehr gute Sache, wenn Sie zwar schon mal selbst eine Pressemitteilung geschrieben haben und die brauchen Sie nochmal für Ihre Webseite oder für eine andere Variante, für einen Vortrag oder so,
dann kann man diesen Text einfach reingeben bei ChatGPT und das Ding sich kürzen lassen, zusammenfassen lassen, umformulieren lassen. Ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit, jetzt auch die von Schülern sehr häufig genutzt wird, die dann irgendwie Wikipedia-Texte oder andere Quellen nehmen und sich mal ein bisschen umformulieren lassen und das dann als eigenes Werk ihrem Lehrer weitergeben. Also das ist so ein leichtes Ding, und wofür auch ChatGPT dann im Privaten gerne eingesetzt wird. Man kann es genauso nutzen für die Umformatierung. Das heißt einerseits, wenn Sie mal einen Text geschrieben haben, der in der Sie-Form ist, also Sie sprechen die Leser mit Sie an, kann man sagen, hier, ChatGPT nimmt diesen Text und schreibt das in die Du-Form um oder in die Wir-Form oder was auch immer. Dann macht das Tool ziemlich gut und zuverlässig. Man kann aber Texte genauso umformatieren lassen, indem man sagt, hier, guck mal, ich habe hier eine Auflistung mit 10 Punkten, also mit 10 Bullet Points. Bitte mach aus diesen 10 Bullet Points einen Fließtext. Oder umgedreht, ich habe hier einen Fließtext, bitte mach daraus einen Ratgeber mit lauter Bullet Points. Das geht auch ziemlich einfach. Oder führe das in eine Tabelle über oder so. Der nächste Punkt ist auch übersetzen. Ja, das geht auch mit ChatGPT, denn es ist ja eigentlich ein englisches Tool. Es kommt aus Amerika. Und es ist auch so, wenn Sie es benutzen, können Sie mal ein bisschen herumspielen, wenn Sie die Eingabeaufforderung oder die Prompts, wie es so schön heißt, auf Englisch machen, werden Sie teilweise besser verstanden oder besser umgesetzt, als wenn Sie es auf Deutsch machen. Aber nichtsdestotrotz beherrscht ChatGPT verschiedene Sprachen und dementsprechend können Sie auch Ihre Texte hin und her übersetzen lassen. Die Übersetzungen sind aktuell noch nicht so gut wie jetzt mit Google Translate oder DeepL, also DeepL, wie es auch manchmal ausgesprochen wird, das ist ein Startup aus Deutschland. So gut ist ChatGPT noch nicht. Sie merken, ich sage sehr oft das Wörtchen noch, denn dieses Tool entwickelt sich ja ständig weiter. Unter anderem lernt es ja auch ständig durch Ihre Eingabeaufforderungen dazu oder durch das, was andere Leute an Input reingeben und an Feedback geben. Ein weiterer Punkt, um ChatGPT sehr gut einzusetzen, ist eben, man kann es für FAQs, also für häufig gestellte Fragen und Antworten, auf Webseiten einsetzen und sagt, hier, guck mal, ChatGPT, schlag mir mal vor, was könnten die 10 häufigsten Fragen zur Benutzung eines Elektroautos sein? Und dann generiert es mir eine FAQ. Man kann es aber genauso für Headlines und Werbetexte einsetzen. Dazu habe ich gleich noch ein paar Beispiele. Pressemitteilungen hatte ich ja schon gesagt, dafür lässt sich ChatGPT ziemlich gut nutzen. Und für E-Mails und Newsletter. Gerade die Funktion mit E-Mail finde ich ganz sinnvoll, weil man hatte manchmal so eine Schreibblockade. Man weiß nicht, wie man so vielleicht einen Neukunden oder einen kalten Kunden, also im Vertrieb bei der Kaltakquise, wenn man jemanden anschreiben soll. Und dann kann man sagen, hier, ChatGPT, schreibt für mich mal eine Kaltakquise-E-Mail. Dann schreibt das Tool natürlich nicht die E-Mail an sich in Outlook, sondern schreibt halt den Text dafür entsprechend vor. Und dann können Sie anpassen oder einfach rüberkopieren, wenn Sie meinen, das ist schon ziemlich gut getroffen. Das Gleiche gilt natürlich dann für die Newsletter, die Sie versenden und so weiter. Klar, logischerweise lässt sich auch dafür ChatGPT nutzen oder für Social Media Posts und solche ähnlichen Geschichten. Genau, und der letzte Punkt, wie ich schon sagte, man kann damit auch dann wirklich Software programmieren lassen, noch auf einem ziemlich niederen Niveau, aber es funktioniert schon mal und das auch in verschiedenen Programmiersprachen. Genau, jetzt kommen wir zum weiteren praktischen Teil. Ich möchte Ihnen noch ein paar Tipps mitgeben, wie Sie ChatGPT richtig nutzen können. Denn es heißt immer so ganz salopp, shit in, shit out. Das heißt, wenn Sie etwas Einfaches, Banales reingeben in das Tool, kriegen Sie auch nur was Banales raus, weil er die künstliche Intelligenz ja nicht genau weiß, was sie will. Und deswegen reagiert sie einfach genauso auf dem gleichen Niveau, wie Sie was reingeben, reagiert sie dann eben auch mit dem entsprechenden Output. Dementsprechend sollten Sie immer, wenn Sie halt mit ChatGPT kommunizieren, dran denken, was möchten Sie damit bezwecken und wer ist denn eigentlich Ihre Zielgruppe für das Ergebnis? Hier zwei Beispiele. Links habe ich gesagt, bitte ChatGPT, fasse mal den Inhalt von Macbeth, also das große Stück von Shakespeare, in 2 Sätzen in Kleinkindsprache zusammen. Und ich muss sagen, das Ergebnis ist okay, habe ich verstanden. Ich glaube, meine Tochter hat es auch verstanden, ohne Macbeth jemals gelesen zu haben. Also das hat ChatGPT ganz gut verstanden, dieses komplexe Werk in einfacher Sprache wiederzugeben und auch noch in 2 Sätzen zusammenzufassen. Ein weiteres Beispiel ist hier, dass man eben ChatGPT, wie gesagt, für Werbeslogans und für die Werbung einsetzen kann. Hier sehen Sie, habe ich mal gesagt, hier schlage mir 5 Werbeslogans vor für neues Elektroauto von Opel. Mit den und den Features und Funktionen und mit Frauen als Zielgruppe. Und dann hat ChatGPT schon mal 5 Slogans mir vorgeschlagen, die alles beinhalten, was ich gesagt habe. Es geht um ein Elektroauto von Opel und die Zielgruppe sind Frauen. Ob die Sachen jetzt gut sind oder nicht gut sind, kann jeder für sich selbst entscheiden, aber für den ersten Aufschlag,
die auch innerhalb von Sekunden kommen, so schnell kann kein Mensch eigentlich denken oder kreativ sein, ist das ja schon mal ziemlich beachtlich. Mein nächster Tipp ist dann auch ganz wichtig, wenn Sie ein Ergebnis kriegen von ChatGPT, dann bleiben Sie dran und haken Sie nach. Es ist ja ein Chatbot, also eine künstliche Intelligenz, mit der Sie interagieren können. Und unter jedem Ergebnis sehen Sie so einen kleinen Button, den habe ich jetzt hier mal hochgezogen, ein bisschen vergrößert, das Regenerate Response. Das heißt, wenn Sie da draufklicken, generiert ChatGPT eine neue Antwort oder ein neues Ergebnis, das natürlich leicht abgewandelt ist. Das sind jetzt dann die 5 neuen Vorschläge für den Slogan hier, die ich hier als Screenshot eingeblendet habe. Und Sie können dann auch gleich mit Daumen hoch und Daumen runter dann Feedback geben, ob das Ergebnis Ihnen jetzt gefällt, also besser gefällt als das erste Ergebnis oder weniger. Und je nachdem, wie Sie auch darauf reagieren, denkt oder lernt die KI auch mit und merkt dann, okay, das hat jetzt den Leuten irgendwie nicht so gefallen, das war schlecht, das war gut und verbessert sich natürlich dadurch auch dementsprechend. Und was man natürlich auch mal machen kann, ist, man muss auch nicht jede, wenn man zu einem Thema dranbleiben will, man muss auch nicht jede Eingabeaufforderung mit von vorne komplett tippen, sondern man kann einfach sagen, hier, nimm Vorschlag 2 von deinen Vorschlägen und formuliere den Text in die Du-Form um, zum Beispiel war meine Aufgabe. Und dann weiß ChatGPT, Vorschlag 2, okay, muss ich nachgucken, was habe ich denn als Vorschlag 2 denn vorgeschlagen und nimmt das eben auf. Hier ist dann ein kleiner Haken, wie man sieht. Es hat dann nicht einen weiteren Werbeslogan kreiert, sondern hat dann eben einen richtigen Text draus gemacht, so einen Teaser-Text kann man sagen. Da war meine Eingabeaufforderung nicht ganz konkret, weil ja, ich habe gesagt, es soll einen Text formulieren. Text, was ist mit Text gemeint? Da war ich eben nicht konkret genug. Das habe ich dann in der nächsten Variante dann besser gemacht. Und so habe auch ich dann wieder was gelernt. Nicht nur die KI lernt was, sondern man als Nutzer lernt man auch was dazu. Denn man muss ja sagen, ChatGPT ist ein Werkzeug. Und was Sie damit machen, das obliegt Ihnen dann einfach. Und ob die Ergebnisse dann gut oder schlecht sind, das liegt dann auch mitunter an Ihnen, wie Sie mit ChatGPT umgehen. Mein nächster Tipp ist, nehmen Sie mal kreative Sichtweisen ein oder sagen Sie ChatGPT, es soll kreative Sichtweisen einnehmen. Denn, ich habe es vorhin schon mal gesagt, viele behaupten ja, ChatGPT wäre einfach so ein Papagei, der irgendwas nachplappert, also quasi die Wikipedia wiedergibt oder andere Quellen, die es bekommen hat. Nee, so ist es nicht. Das Tool kann ziemlich kreativ sein und andere Blickwinkel einnehmen. Wie ein Mensch würde ich jetzt nicht sagen, aber trotzdem schon ziemlich kreativ. Hier habe ich gesagt, beschreibe den neuesten Elektro-Opel aus Sicht eines Hamsters. Wie wirkt denn das Auto auf das Tier? Und damit zeigt dann mit dem Ergebnis, zeigt dann ChatGPT, es weiß, was ein Hamster ist, was ein Opel ist, was ein Elektroauto ist und kann sich reinversetzen, wie denn ein Hamster jetzt über so ein Auto denken würde. Und ich finde das Ergebnis für die erste, es war wirklich das erste Ergebnis, ist schon mal ganz interessant und ganz kreativ eigentlich. Mein zweites Beispiel war dann eben, schreibe einen Songtext über einen neuen Schokoriegel, der von der Band Scooter getextet wurde. Und da muss der ChatGPT erstmal wissen, wer ist Scooter? Das ist eine Band. Wie singen die eigentlich? Welche Art von Texte machen die überhaupt? Was ist ein Schokoriegel? Und das war dann auch gleich das erste Ergebnis, auch noch in Reimform und in Englisch, weil nämlich Scooter H.P. Baxter in Englisch immer ins Mikro reinbrüllt. Und das war das erste Ergebnis. Das hätte ich jetzt natürlich noch verbessern können. Nämlich sage hier, ich gebe dem Schokoriegel noch einen Namen und so weiter und so fort. Ihr könnt auch sagen, wie würde das nach 3 Promille klingen, wenn der Sänger 3 Promille Intus hätte und so weiter. Und dann würde ChatGPT entsprechend darauf reagieren. Und das waren jetzt nur 2 relativ simple Beispiele. Ich habe mal ein anderes Beispiel, das habe ich jetzt hier nicht als Bild dabei, aber das können Sie auch gerne mal, vielleicht wenn Sie wollen, sogar parallel nachvollziehen. Ich habe gesagt, ChatGPT, beschreibe den Anfang des Buches Der Hobbit von Tolkien aus der Sicht eines Baumes. Und dann hat es wirklich den Anfang von dem Buch Der Hobbit, wo es ja um die Hobbits eben geht und um Zwerge geht und so weiter, aus Sicht eines Baumes mir erklärt. Und das fand ich schon ziemlich gut lyrisch wiedergegeben eigentlich. Probieren Sie es einfach mal aus. Oder kreiere mir einen Song zum Thema Fußpilz, gesungen von der Band. Oder schreibe mir eine Rede aus dem Mund von Donald Trump über Fußpilz zum Beispiel. Und das kann ChatGPT auch schon ziemlich gut, weil es eben zum Beispiel weiß, wie Donald Trump redet und wie der Sätze formuliert und so weiter. Also seien Sie auch einfach mal richtig kreativ. Und versuchen Sie, das Letzte aus diesem Tool herauszukitzeln. Ja, dann hatte ich es ja vorhin schon mal angedeutet, Texte formatieren. Geben Sie sich nicht damit zufrieden, dass ChatGPT Ihnen einfach so eine Textwüste ausgibt,
sondern lassen Sie, wenn Sie es brauchen, die Texte gleich richtig schön formatieren. Hier links ging es eben darum, er soll mir zwei Automobile gegenüberstellen und das bitte in Tabellenform. Und dann kriege ich eben die Ergebnisse schon wunderbar in Tabellenform. Also dieser Screenshot, den habe ich auch abgeschnitten. Das war alles dann deutlich länger. Aber auch das kriegt ChatGPT schon mal ganz gut hin. Noch beeindruckender fand ich dann das rechte Beispiel, wo es darum ging, dass mir ChatGPT einen LinkedIn-Post schreiben soll zum Thema Sommerreifen und das auch mit den passenden Emojis versehen. Und wie Sie sehen, hat ChatGPT einen LinkedIn-Beitrag geschrieben. Also das Tool weiß schon mal, wie man eigentlich auf LinkedIn Posts schreibt. Das ist so ein spezieller Stil, wo es immer eine kurze Einleitung gibt und dann wird eben im Bullet-Point-Stil was aufgelistet. Und dann setzt man entsprechende Emojis, also diese Mini-Icons ein, die jeder kennt. Und auch das Tool hat dann wirklich auch mal zu jedem Thema das passende Emoji rausgesucht. Eben zum Thema Sommer, wie aber auch Wechsel und so weiter. Das fand ich schon mal ziemlich smart. Und wenn Sie jetzt mal genau den Screenshot sich anschauen, merken Sie auch, dass ich einen Schreibfehler drin hatte. Ich habe nicht hingeschrieben Sommerreifen mit F, sondern Sommerreigen mit G geschrieben, aus Versehen. Und das Tool hat gesehen, das ist ein Schreibfehler. Und der User, der meint jetzt bestimmt nicht Sommerreigen, sondern mein Sommerreifen mit F und hat dann mir gleich die passende Antwort geliefert. Also das Ding denkt auch wirklich im gewissen Sinne mit. Genauso, das habe ich jetzt nicht als Beispiel dabei, das aber kann ich kurz sagen, ist, dass Sie auch Texte korrigieren lassen von ChatGPT. Das heißt, Sie geben da einen Text ein und sagen, bitte korrigiert den mal auf die Rechtschreibung und dann findet es das Rechtschreibfehler zum Beispiel drin. Also auch dafür lässt sich dieses Tool ziemlich gut nutzen. Nächstes weiteres Beispiel kann man nicht sagen unbedingt, aber mein nächster großer Tipp ist auf jeden Fall, wenn Sie sich von ChatGPT was ausgeben lassen, dann lesen Sie bitte nochmal drüber und in der Regel müssen Sie die Texte auch sprachlich nochmal anpassen. Ich habe hier bei diesem Beispiel ChatGPT gebeten, mir einen Vortrag zum Thema Wärmepumpen zu schreiben. Und wie Sie sehen, das ist nur mein erstes Durchgehen gewesen, sind da ziemlich viele Wortwiederholungen drin. Ja, wenn man spricht, könnte man das so sagen, indem man ganz oft das Wort Wärmepumpe verwendet oder Energie und energieeffizient, wie auch immer. Aber als geschriebener oder gedruckter Text fände ich das ziemlich unschön. Das heißt, da müssen Sie einfach nochmal dran gehen. Also Wortwiederholungen sind bei ChatGPT noch echt üblich, gerade bei längeren Texten. Das kann man nicht einfach eins zu eins übernehmen, gerade wenn Sie vielleicht im journalistischen Bereich sind oder auf Ihrer Webseite einen Fachtext veröffentlichen oder so. Das kommt nicht so gut. Allgemein sollten Sie auch nie eins zu eins Text von ChatGPT übernehmen. Nämlich, da kommen wir zu dem nächsten Beispiel, die KI mag vielleicht intelligent sein oder man sagt, sie wäre künstlich intelligent, aber sie ist auch teilweise ein ziemlicher Lügner. Hier ein Beispiel. Ich betreibe nebenher noch eine kleine New York-Seite, New York Geheimtipps. Und in New York, wer schon mal dort war, hat schon mal was vielleicht vom David Hess Triangle gehört. Das ist so eine kleine Einlassung in den Straßenboden, ungefähr 30 Zentimeter groß. Das sind so kleine Mosaike, die da eingelassen wurden. Und ich habe gesagt, hier, ChatGPT, erzähl mal, was weißt du denn über diese Sehenswürdigkeit? Wie gesagt, das ist so ein 30 Zentimeter kleines Ding im Fußboden drin, im Straßenbelag drin. Und hier die KI fabuliert hier irgendwas von 200 Quadratmeter groß und Gedenktafel und irgendein erschossener Polizist und es befindet sich im Stadtteil Soho und so weiter und so fort. Und nichts, aber wirklich gar nichts von diesem Text stimmt. Das Einzige, was stimmt, ist der Name und dass es in New York ist. Aber genau das habe ich hier eingegeben. Aber sonst, was mir hier wirklich als Fakten verkauft wird, das ist komplett gelogen. Und das sagt ChatGPT nicht mal oder es deutet nicht mal an, na, ich bin mir da nicht so sicher. Manchmal tut's das. Aber in diesem Fall hat mich ChatGPT nicht gewarnt, dass es vielleicht nicht genügend Informationen hat und hat sich dann wirklich was an den Haaren herbeigezogen. Und wenn Sie das jetzt zum Beispiel auf Ihre Webseite tun würden, wäre das Fake News. Das wäre mehr als alternative Fakten. Das ist wirklich mehr als komplett gelogen hier. Und deswegen, dementsprechend sollten Sie niemals, wenn es um fachliche Dinge geht, einfach ungesehen irgendwas eins zu eins auf Ihrer Webseite tun und vielleicht auch versuchen, sich mit fremden Vätern zu schmücken, weil das wären definitiv die falschen Vätern. Das wäre ein kompletter Lügentext hier. Also vertrauen Sie niemals blind der angeblichen künstlichen Intelligenz. Ja, dann bin ich jetzt mit ChatGPT soweit erstmal im Tipps und Tricks-Teil fertig.
Ich wollte noch auf ein anderes Tool verweisen aus dem Hause OpenAI. OpenAI ist ja die Organisation, die Firma hinter ChatGPT. Die hat auch andere Programme in der Mache und im Angebot, die man auch kostenlos nutzen kann. Eins davon ist DALL-E. Das ist auch so eine Art Chatbot. Das heißt, man hat auch ein Eingabefenster, wo man was eingeben kann. Und dann wird ein Bild aufhand ihrer Eingabe dann künstlich generiert. Ich habe hier links gesagt, generiere mir ein Foto von einem 60-jährigen Mann mit vielen Falten, der lange rote Haare mit Locken hat. Dann sehen Sie darunter die Vorschläge. Das sind jetzt keine Fotos, die aus einer Bilddatenbank gezogen werden, sondern diese Fotos hat wirklich die KI künstlich generiert. Finde ich ziemlich beeindruckend. Ob die Bilder hübsch sind, ist eine Sache, aber vom Ergebnis her, vom technischen Ergebnis, fand ich das schon ziemlich beeindruckend. Genauso das Nächste, auch da sind die Bilder nicht, oder die Ergebnisse nicht wirklich hübsch. Aber meine Eingabe war ja, zeigte mir ein Elektroauto auf dem Planeten Jupiter im Stil von Picasso. Und dann weiß die KI, was ist ein Elektroauto, was ist Jupiter und wie hat Picasso gemalt. Und hat mir dann entsprechende Bilder dann abgeliefert. Und wenn Ihnen das nicht gefällt, kann man auch immer wieder, wie bei ChatGPT, sagen, hier bitte liefere mir ein neues Ergebnis. Und dann kriegen Sie weitere Ergebnisse, soweit bis es Ihnen irgendwann passt. Und auch dieses Tool, sehen Sie ja eben, kann dann eben fotorealistische Bilder generieren, aber auch ziemlich unrealistische Bilder, so im Zeichentrickstil oder anderen Stilen generieren. Und auch das ist nur ein Beispiel von einem Sammelsurium von verschiedenen KI-Tools, Bildgeneratoren, die auch gerade eben wirklich explosionsartig das Internet fluten, kann man sagen. Da gibt es auch ganz, ganz andere. Ich habe vor ein paar Tagen zum Beispiel noch eins ausprobiert und habe ein künstliches Fotoshooting mit einer KI gemacht. Da habe ich dieser KI 4, 5 Bilder von mir gegeben und daraufhin hat dann die KI ein virtuelles Fotoshooting mit mir gemacht und hat dann über 30 oder sogar 50 Bilder generiert, wie ich in verschiedenen Anzügen und Kleidungen aussehen würde, wie ich mit verschiedenen Frisuren aussehen würde, wie ich aussehen würde, wenn ich vielleicht noch ein bisschen mehr in die Sonne gehen würde und so weiter. Also hat wirklich mit mir ein virtuelles Fotoshooting veranstaltet. Also es ist Wahnsinn, was da draußen alles gerade passiert. Das kann man zum Guten nutzen, jetzt wie zum Beispiel hier mit irgendwelchen, naja, Pseudo-Business-Fotos. Man kann es natürlich aber auch für viele Fake-Sachen nutzen. Auch das haben Sie vielleicht schon gesehen. Da ging ja auch vor 1, 2 Wochen so ein Bild durchs Netz, der Papst in irgendeiner Bluderjacke. Das sah ziemlich realistisch aus. Oder Angela Merkel und Barack Obama, wie sie am Strand spielen. Solche Szenen gab es natürlich nie in echt. Die sind auch dann von KI generiert worden. Zum Guten wie zum Schlechten kann man die dann eben nutzen. Ja. Wie gesagt, wir erleben gerade eben den iPhone-Moment und natürlich ist es auch der Startschuss für ein großes, großes Business. Und natürlich versuchen auch die großen Unternehmen, gerade die aus dem Silicon Valley oder aus den USA, hier mitzurennen und mit ganz vorne dabei zu sein und ihr Revier abzustecken. Das sind jetzt ein paar Screenshots nur von Meldungen der letzten paar Tage. Da sehen Sie, dass eben Microsoft OpenAI, also ChatGPT, die Technologie von ChatGPT, in Office integrieren möchte. Kurz darauf wurde dann sogar gesagt, nee, das soll sogar nicht nur in Office, sondern auch sogar in Windows 11 integriert werden. Dann hat Google einen eigenen Chatbot veröffentlicht, Bard heißt der. Der funktioniert erstmal wie ChatGPT. Und weil das noch nicht alles ist, ist gerade Google dabei, seine Google-Suche komplett auf den Kopf zu drehen und ja, die nächste große Variante der Google-Suche eben zu kreieren, weil Microsoft mit seiner Suche Bing das, was eben gerade eben auch schon am Start hat. Ja, und dann natürlich ist klar, Facebook will auch irgendwas mit KI machen und Elon Musk, der mit Tesla, SpaceX und vielen anderen Firmen noch nicht genügend zu tun hat wohl, hat jetzt auch schon eine Firma für KI eben gegründet und ins Leben gerufen und will jetzt auch mit TruthGPT einen Chatbot rausbringen, der nur die Wahrheit verkündet. Also es klingt jetzt so ein bisschen wie Donald Trump, muss man sagen. Also da gibt es ziemlich viele Bestrebungen da draußen und ein großes Rennen. Wohin es führt, wissen wir jetzt nicht, aber das Hauen und Stechen der großen Firmen hat begonnen und irgendwo wollen auch noch ein paar deutsche Firmen auf diesem großen Markt mitmischen. Schauen wir mal, wie wir uns da positionieren können. Dann habe ich jetzt mal so ungefähr erzählt, was man mit ChatGPT alles machen kann. Und wie gesagt, was man damit wirklich alles am Ende machen kann, das wird sich die nächsten Jahre dann eben ergeben, mit ChatGPT selbst, aber natürlich mit all den Schwestern und Brüdern da draußen, die es noch geben wird. Aber eines ist klar, Chat-Tools oder KI-Tools sind gekommen, um zu bleiben und sich wirklich bei uns fest zu verankern. Sie werden sich eben weiter etablieren. Sie werden rasant besser. Das ist nicht nur ein lineares Wachstum des Wissens, sondern es ist ein exponentielles Wissen. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet.
ChatGPT, wie man es jetzt aktuell frei nutzen kann, basiert auf der Variante 3. Das heißt, da sind ungefähr 100 Milliarden Informationen reingeflossen. Und die Variante 4, also GPT-4, das ist das Sprachmodell dahinter, das wird 100 Billionen Informationen drin haben. Und so wird das immer weitergehen. Dann werden natürlich diese ganzen Tools immer mehr Aufgaben übernehmen. Sie haben sich ja jetzt schon in der Medienkreation etabliert und das werden sie noch weiter. Also, dass man sich Texte generieren lassen kann, Pressemitteilungen und so weiter, ist jetzt schon ein ganz krasser Anfang eigentlich. Man kann Bilder damit kreieren. Jetzt gibt es auch schon die ersten Tools, mit denen man künstlich Videos erstellen lassen kann. Somit ist es komplett absehbar, dass eine der nächsten Hollywood-Kracher komplett von unserer KI geschrieben und umgesetzt wird irgendwie und dass man dafür immer weniger Menschen braucht. Natürlich auch, was ich vorhin gesagt habe, sie werden uns unterstützen bei der Datenanalyse und das ist auch wirklich sinnvoll. In der medizinischen Entwicklung gibt es eigentlich schon länger KI, schon seit einigen Jahren, dass eben Moleküle und Proteine ausprobiert werden. Wie kann man damit Impfstoffe herstellen? Wie kann man überhaupt Viren mal analysieren und so weiter? Das gibt es schon seit einigen Jahren. Also ich glaube, ich habe vor 20 Jahren schon mal so einen KI-gesteuerten Bildschirmschoner gehabt, wo meine Rechenleistung mit angezapft wurde von meinem Computer, um da was zu entwickeln. Aber das beschleunigt sich natürlich jetzt alles viel, viel schneller durch die ganzen neuen KI-Möglichkeiten. Und natürlich machen sie ganz neue Technologien möglich, wie es ja vorhin auch schon angedeutet wurde. Ja, und nun, wo Licht ist, fällt natürlich auch Schatten. Das haben Sie vielleicht auch schon mitbekommen. Natürlich wird jetzt auch groß über ChatGPT schon diskutiert und auch gestritten. Zum Beispiel hat Italien vorübergehend mal ChatGPT gesperrt, weil nämlich ein Grund bei diesen KI-Tools ist halt natürlich das Feld des Datenschutzes. Alles, was sie da eingeben und was sie zurückkriegen, das läuft alles aktuell noch über irgendwelche amerikanischen Server. Also von Microsoft sind die Server gestellt worden, die Rechenleistung. Das heißt, jede Art von Information wandert über den Atlantik auf irgendwelche Server von Microsoft, die im Zweifelsfall natürlich auch der amerikanische Staat dann anzapfen kann und darf. Dann ist es so natürlich, wenn Sie da private Daten reingeben oder Kundendaten reingeben, ist es ein Verstoß gegen die DSGVO, also Datenschutzgrundverordnung. Das ist dann kein Spaß mehr. Wenn Sie irgendwie Scherzsachen mitmachen, ja, ist es halt so, dann landet es in Amerika. Aber Kundendaten, nee, das geht halt gar nicht. Dann ist es auch so, rechts unten ist so ein Bild, dass eben auch schon die ersten Firmen oder Unternehmen, wie zum Beispiel Banken, ChatGPT verbieten, weil nämlich so ein paar ganz Schlaue draufgekommen sind, dass sie Firmengeheimnisse da reingeben oder Produktinformationen von neuen Innovationen und Erfindungen da reingegeben haben und gesagt haben, hier ChatGPT, schreib mal kurz den Produkttext für unsere neueste Erfindung. Ja, und die Erfindung war halt bislang geheim und jetzt liegt sie halt auf irgendwelchen Servern von Microsoft herum. Keine gute Sache. Und wie ich sie auch vorhin schon meinte, diese Entwicklung, ja, entwickelt sich ja exponentiell, nicht linear. Also es ist eine ganz krass steile Kurve. Und deswegen sagen sogar schon viele Leute aus dem Silicon Valley, sogar von großen Tech-Unternehmen, oh Gott, wir haben jetzt hier gerade die Büchse der Pandora geöffnet oder öffnen sie gerade noch weiter. Lasst uns bitte mal kurz innehalten, lasst uns mal kurz Pause machen und nochmal drüber nachdenken, was wir da gerade eben tun. Ja, das können die Leute fordern, aber ich glaube, wenn man ehrlich ist, wird da jetzt keiner irgendwas stoppen, weil, wie ich es ja vorhin schon andeutete, das große Hauen und Stechen und das Positionieren auf dem Markt hat gerade eben erst begonnen. Jeder möchte möglichst viel von diesem Kuchen abhaben. Ein weiterer Punkt, der sehr kritisch gesehen wird und wo auch schon viele Anwälte natürlich jetzt gerade mit den Messern wetzen, ist das Thema Urheberrecht. Denn ChatGPT nimmt ja sich aus irgendwelchen Quellen die ganzen Daten oder wurde von irgendwelchen Quellen mit Daten gefüttert. Andere KI-Tools, die suchen sich wirklich die Daten dann aus dem Internet zusammen. Also die zapfen dann zum Beispiel Wikipedia oder auch vielleicht ihre Firmenwebseite an, um sich zu informieren und daraus neue Texte zu generieren. Und da ist natürlich die Frage, wer ist jetzt der Urheber, wie muss der genannt werden? Darf ich eigentlich die Texte, die da irgendwie zusammen generiert wurde, darf ich die eigentlich überhaupt nutzen? Darf ich die vielleicht sogar kommerziell nutzen? Also Sie sehen, da gibt es noch ganz viele offene Fragen. Darüber wird man noch viel streiten und diskutieren. Sicherlich wird es in den nächsten Jahren auch einige Regularien und Gesetze in diese Richtung geben. Ja, wir stehen halt am Anfang einer neuen technologischen Revolution und da muss man halt viel ausprobieren und wird es auch vielleicht die eine oder andere blutige Nase dann dementsprechend geben. Aber wie ist das eigentlich? Wie sehen eigentlich die Deutschen, die deutsche Wirtschaft in das Thema ChatGPT? Und dazu habe ich heute Morgen diese Umfrage gefunden. Die ist vom Dr. Holger Schmidt, der ist Professor an der TU in Darmstadt. Der hat eine Umfrage mitgemacht oder hier publiziert. Was denken eigentlich die deutschen Unternehmer zum Thema ChatGPT? Und wie Sie sehen, sind die Antworten ziemlich heterogen. Sie
schneiden zum Beispiel an, dass manche natürlich jetzt Angst haben oder so Bedrohungsszenarien sehen, dass da große Tech-Unternehmen aus Übersee und Co. daran jetzt beteiligt sind. Nicht eine große Angst ist natürlich auch, dass weniger Personal gebraucht wird. Ja, das ist jetzt leider so. Wie bei jeder großen technischen Revolution wird das auch viele Arbeitsplätze höchstwahrscheinlich kosten. Es gibt jetzt schon die ersten Schätzungen, habe ich vor ein paar Tagen gelesen, dass Experten oder sogenannte Experten davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren weltweit zwischen 80 und 300 Millionen Jobs allein durch ChatGPT verloren gehen könnten. Ob so wird, weiß man natürlich nicht. Aber wo halt auch immer ein Risiko ist, ist natürlich auch eine große Chance dahinter. Und das sehen Sie jetzt in der nächsten Folie. Es gibt natürlich jetzt viele Firmen, die jetzt ChatGPT-Experten suchen. Denn es ist ein neues Tool, ein neues Werkzeug, ein neues Feld. Damit muss man sich beschäftigen, sollte man sich beschäftigen. Und dementsprechend braucht man dafür ganz neue Fachkräfte und Spezialisten, die es bislang so noch nicht gab. Also es entstehen auch wieder ganz viele neue Jobs. Zum Beispiel Softwareentwickler, die eben dann ChatGPT und andere Tools anzapfen können. Es gibt dafür meist Schnittstellen, die man frei und kostenlos nutzen kann und dann in seine Tools integrieren kann. Man braucht aber natürlich Leute, die im Kundendienst, im HR-Bereich, im Marketing und so weiter mit ChatGPT umgehen können, um das richtig anzuwenden, um dann auch gute Ergebnisse zu kriegen. Und vor ein paar Tagen geisterte was durch Social Media. Ich weiß nicht, ob das echt ist, aber es war trotzdem spannend, dass angeblich eine amerikanische Firma gerade einen Prompt-Engineer sucht, also jemanden, der richtige Sucheingaben oder Eingabeaufforderungen für ChatGPT erfindet, rausfindet, anwendet. Und dass dieser ChatGPT-Experte, so könnte man ihn auch nennen, wohl angeblich $300.000 im Jahr verdienen würde. Ob das dann wirklich so ist, sei mal dahingestellt. Aber Sie sehen, da entsteht gerade ein ganz neues Feld an Jobs auf der einen Seite und auf der anderen Seite werden höchstwahrscheinlich ganz viele Jobs verloren gehen. Und das ist nicht nur höchstwahrscheinlich so, sondern ich sag mal, Texter, naja, die werden es jetzt schwer haben. Marketingleute wie ich werden es ein bisschen schwerer haben. PR-Leute werden es schwerer haben. Grafiker, die früher noch tolle Fotomontagen erstellt haben, werden es jetzt schwerer haben durch die ganzen Bildgeneratoren. Programmierer, zumindest im unteren Bereich, kriegen jetzt Konkurrenz. Ja, wir stehen vor der nächsten großen technischen Revolution, eben dem iPhone-Moment. Aber was ist jetzt so die große Konklusion, die ich Ihnen jetzt mitgeben möchte? Ich möchte jetzt nicht mit einem schlechten Fazit enden, sondern sagen, bitte beschäftigen Sie sich mit ChatGPT und all den anderen ähnlichen Programmen. Setzen Sie sich damit auseinander, melden Sie sich einfach mal an. Die meisten Tools sind kostenlos, da muss man sich einfach nur registrieren und das war's dann irgendwie. Probieren Sie es aus, versuchen sich damit dann voranzutasten, dafür ein Gespür zu kriegen. Entwickeln Sie eigene Ideen, Strategien, Pläne, wie auch immer, wie Sie vielleicht dann ChatGPT und Co. für Ihr eigenes Unternehmen nutzen könnten. In weiter Zukunft, mittelfristiger Zukunft oder wie Sie es auch vielleicht sogar schon kurzfristig einfach mal einsetzen können oder testen können. Für irgendwelche Social-Media-Posts, Pressemitteilungen und so weiter. Und natürlich dann sollten Sie vielleicht auch darüber nachdenken, wie Sie ChatGPT und Co. dann sukzessiv in Ihr Unternehmen integrieren und auch einführen können und dann auch nutzen können, natürlich möglichst sinnvoll nutzen können. Da ist natürlich noch die große Einschränkung, wie ich es ja schon angedeutet habe. Verfolgen Sie bitte auch in der Presse mit, wie das jetzt mit Datenschutz und Co. aussieht. Da muss man gerade in Deutschland, wo wir dann natürlich gern mal auf der Bremse stehen, noch ein bisschen vorsichtiger sein. Aber nichtsdestotrotz sollten Sie jetzt nicht abwarten, bis in 5 Jahren irgendeine Entscheidung getroffen wurde, sondern seien Sie jetzt dabei, denn jetzt beginnt die Revolution oder sie hat begonnen. Jetzt können Sie noch relativ weit vorne mitschwimmen. Und ich denke, wir sollten versuchen, nicht auch hier uns noch irgendwie abhängen zu lassen, weil, naja, ich muss nur sagen, Digitalisierung in Deutschland, das ist ja nicht gerade unser Glanzstück. So, jetzt habe ich ziemlich lange geredet und jetzt übergebe ich gerne das Wort an Sie da draußen und würde sagen, ja, let's discuss, lassen Sie uns diskutieren oder stellen Sie einfach Fragen. Genau, also erstmal herzlichen Dank, Jürgen Krohler, für den Vortrag.